So, hallo, da sind wir wieder. Hallo. Wir spielen schon wieder Pizza Delivery Interactive Fiction, diesmal kein Thriller mehr scheinbar, Version 0.2. Die Beschreibung, wie schon im ersten Part gesagt, sagt, dass das ein bisschen anders ist oder komplett anders. Und ja, schauen wir mal, ob das wahr ist. Genau. Ja, die Vorgeschichte klingt ziemlich gleich. Mhm. This game is suitable only for gamers of 15 years and above. Please quit this game if you are suffering from heart diseases. Und wenn du ängstlich bist, dann spiel das auch nicht. Ja, ja, super. Deswegen sitze ich ja auch da, gell? Danke. Aber das schaut schon mal genauso. Naja, also eigentlich hat Version 1 irgendwie realistischer ausgesehen. Von außen zumindest. Ja, aber Version 2 ist halt viel glatter und alles. Ich finde das gar nicht mal glatter. Ich finde das eigentlich eckiger eigentlich. Naja, aber schau dir mal die Stäbe an, da hinten am Zaun. Das ist total so rund und so. Da ist überhaupt nicht so rund. Nein, nicht die Stäbe am Gartenzügel halt, Entschuldigung. Am Zaun. Ja, aber es ist weniger dunkel und wirkt nicht so poliert irgendwie. Mhm. Naja, whatever. So, ich weiß gar nicht, wie da jetzt das mit der Steuerung ist. Und ich verstehe auch nicht, wie schnell das eine Pizza so ausliefern kann, wenn der dauernd so langsam geht. Was steht denn da drauf? Sambandam. Whatever. Okay. Ding dong. Sprachausgabe vielleicht? Nein. Wer ist da? Pizza Delivery. Ich bin schon wieder oben. Ich bin schon wieder oben. Ha. Komm in einer Minute runter. Okay, aber das Haus sieht schon mal ein bisschen schöner aus, auch wenn die Bilder jetzt schon einiges verraten lassen. Oh Gott. Aber okay. Ja. Placen wir die Pizza on the table. Und die beste Stiege der Welt. Bah. Ein altbekanntes Spiel. Nein, ma'am, can you see up there? Können Sie oben gut sehen oder so, circa? Okay, sie hat ein Telefon. Schon wieder. Und sie sieht dadurch. Okay. Wir haben noch keinen Grund, die Kerze zu nehmen, scheinbar. Auch wenn ich das die ganze Zeit versuche. Crap, I should tell her that I'm acluophobic. Das ist wahrscheinlich Angst vor Dunkelheit oder so. Mm. Dafür hält er sich aber ganz gut eigentlich. Ja. Okay, es geht los. Sie braucht zu lange. Ma'am, ich kann noch immer nicht rauf. Und er spastet hier gerade ziemlich ab. Mm. Ich komme wieder, wenn der Strom wieder da ist. Okay, wir müssen raus. Like now. Mm-hmm. Aber ich sehe die Tür nicht. Ist da die Tür? Ne, das ist der Raum nebenan. Da muss irgendwo die Tür sein. Alter, ich sehe hier gar nichts. Es ist zu dark. Ja, warum nimmt... Oh. Ah. I feel a strange presence behind me. Da ist er ja, gar nicht. Ein kleiner Couchtisch. Wahrscheinlich gefällt er ihm nicht. Hier ist nichts. Gleich kommt's. Gleich kommt's. Da ist keine strange presence. Ja, whatever. Wir gehen mal raus. Locked. Bah, die Tür ist natürlich wie immer zugesperrt. Ja, strange presence auf den Bildern. Ja, mal raufgehen am besten, ne? Man könnte natürlich auch Fenster versuchen. Die haben ja normalerweise keine Schlüssellöcher und so. Aber... Jetzt auch rein. Da ist ein Phone. Und sonst ist hier keine Frau, auf jeden Fall. Sie ist aber da ist unser Geld, wir können ja das Geld nehmen. Got money for the pizza. Wirklich? Oh Gott. Okay. Das Handy können wir noch nicht nehmen, gell? Nein, oder ich bin nicht zumindest halt drüber gelaufen, aber es ging nicht. Mhm. Maybe she's downstairs. Ja, maybe auch nicht. Ma'am, sind Sie da? Da. Okay. Ja, ah, das kennen wir alles schon eigentlich, aber ja, es ist hier ein bisschen creepier, muss ich sagen.
Vielleicht, weil das Haus auch wirklich aussieht wie ein Haus von innen. Ja. Mami, where are you? Mami? Is anyone in danger, Mami? Ja, eine Botschaft. Like a stretchy piece of pizza. Okay, ich habe nicht ganz gesehen, was da jetzt durch die Tür gesprungen ist. Aber es war irgendwie blutig. Und die Pizza ist schon wieder, ich sag dann Pizza auf Deutsch, ist schon wieder ausgepackt. Ne? Like, love you. Wer liebt hier wen? Was? Oh. What? What? Was war das jetzt bitte? Was hat sie da gehabt? Ich hab's nicht gesehen. Naja, sie hat sich umgedreht und der Kopf hat sich nicht mitgedreht. Und... Dann ist irgendwas aus dem Kopf raus. Ich darf mich nicht mehr bewegen. Was stand da gerade? Es war sein Herz spielt nicht mehr mit, glaube ich. Und don't walk or you will die. Ah, ich muss die Brille wait wieder aufsetzen. Wait till your heartbeat calms down. Ach Gott. Das Blöde ist, meine Brille spiegelt so, dass ich die Hälfte nicht sehe. Weil ich sie wieder mal geputzt habe nach 2 Wochen, oder? Okay, beruhigt sich der jetzt? Woran erkenne ich das, dass sich der beruhigt? Naja, vielleicht solltest du dich wirklich hinlegen oder so. Ich kann mich aber, glaube ich, nicht hinlegen. Ich kann nur gehen. Ich glaube, ich sterbe gerade, oder? What? Maybe, maybe not. Wahrscheinlich. Punkt, 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 Punkt. Is it over? Probably not. War das ein Albtraum? Bin noch immer in dem Haus. In meinem Haus schlafe ich in meinem Bett. Nee, eher nicht. Nee, wir sind noch immer da. Gut, ja, wir sind noch. Und wir sehen mehr. Stimmt, wir haben so eine Art Nachtsicht. Geil. Okay. Why is this happening to me? Passiert das mir? Warum ausgerechnet ich? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ich verdiene sowieso so scheiße in meinem Beruf. Ah, wir müssen den Schlüssel zur Haupttür finden. Na, wo kann der sein? Am Regal vielleicht. The candle is out. I need the matchbox from upstairs. Die war hier, glaube ich, oder? Ja. Ja, und jetzt mit Kerze sehen wir natürlich weniger als ohne. Gott. Ja? I know what you are looking for. Ich weiß, wonach du suchst. Lass ihn dich nicht versklaven. Yeah. Einer, der nach deinen Schritten lauscht. Ja. Einer, der meine Familie versklavt hat. Ich werde dich befreien, folge mir. What? also, wenn ich jetzt zurückdenke, wie Version 01 war, ist das jetzt plötzlich ziemlich deep. Aber ich wage zu bezweifeln, dass das auch irgendwie wirklich deep ist. Ich glaube, das tut nur so. Found main door key. Cool. Okay, das heißt... Wow! Who the fuck ist denn das? Das schaut aus wie... Need to hide in the closet. Ja, und wie komme ich da jetzt weg? Geh rechts in den Raum rein. Ja, na klar, dann komme ich da nicht mehr raus. Ich muss an dem vorbei. Ich. Wo ist denn die Closet eigentlich? You need to hide. Ich kann nicht rauf. Closet. Wo ist denn... Ist das vielleicht eh der Schrank? Packt er vielleicht gerade im Sessel herum? Ja, sieht so aus. Ich kann auf jeden Fall mal nicht rauf. Ich muss mich im Schrank verstecken. Ist das der Schrank? Nein, das ist das Regal, oh Gott. Okay. Hallöchen. Kann ich da vorbei? Nein. Ja, er packt aber genauso wie ich gerade. Ja, Junge, dann haben wir ein Problem. Ja. Kann ich mit dir verhandeln vielleicht? Oh, nee. Wow. Okay. Ja, ich keine Ahnung, wo der Schrank war. Das war irgendwie blöd. Nochmal? Ach Gott. Ja, okay, nochmal. Shahabaz Khan Productions Presents. Inspired from Pizza the Tamil Movie.
Pizza Delivery. Eieiei. Das Ganze jetzt nochmal, nur weil ich nicht... Okay, wir müssen schauen, wo der Schrank ist. Oder die Abstellkammer. Oder was auch immer. Wer ist da? Pizza Delivery. Kann man das irgendwie überspringen? Ja, ich bin oben. Nee. Bitte kommen Sie herein. Juhu. So, wo ist hier Closet? Ja, da drin wahrscheinlich. Ja, da. Okay. Ich wollte, dass du da reingehst. Warum hast du es nicht gemacht? Ja, weil ich nicht weiß, wo der Schrank ist. Du hast ja auch nicht gewusst, dass der Schrank da drin ist. Ja, aber ich habe mir gedacht, dass da drin einer ist. Weil ja, drin, ja, ja. Weil ja, da drin, ja, ja. Weil da drin ja, ein ja, Bett. Ja, ja, ja. Weil ja, oben war auch ein Bett und ich wollte drauf. Das gibt's nicht. Ja, ja, ja. Ja. Und da nicht. Ist auch ein Bett drin und das da ist auch kein da, Schrank. Das oh ja, da ist ein Schrank sogar. Ich konnte da nur nicht rein. Das ist... Ach Gott. So, ja, wir brauchen jetzt... Okay. Nein, er hat meistens recht, ja. Ja. Wir brauchen jetzt die Kerze. Was soll jetzt ein Akluphobik sein? Akluphobik. Ein Mensch, der vor Dunkelheit Angst hat. Glaubst du wirklich? Also ich meine, ich glaube auch, aber... Shit. Weil er jetzt schon wieder so rumspackt. I'm starving, I need to eat a pizza. Pizza. Gott. Kannst du jetzt die Kerze nehmen? Ich will da irgendwie den Dämon töten. Verstecken. Mich verstecken. Vom Dämon. So. Ja, die ist nicht da und nimm die Kerze. Ja, komm, nimm die Kerze. Do it. Nimm die Kerze. What the fuck was that? Da ist nichts. In dem Moment, wo es dunkel wird, hätte ich die Kerze schon lang an mich gerissen. Feel a strange presence behind me. Yo. Wow, aber da haben wir letztes Mal auch nichts gesehen. Diese strange presence, was auch immer das sein sollte. Mm-mm. Die ist einfach nicht da. Mm. Ja, whatever. Die ist fake. Oder vielleicht ist da irgendwas? Ja, vielleicht ist sie in den Bildern. Es kann auch sein, dass die Bilder halt negativ aufgeladen sind. Die Bilder sind von einer negativen Energie besetzt. Sie haben ja ein schlechtes Karma. Genau, das meinte ich. Okay. Geld, keine Frau da und jetzt sollte die hoffentlich schon dastehen. Falsch. Da gehen wir rein. Oh, sie ist nicht da. Ma'am, are you here? Ah. Ach so, jetzt kommt erst das Telefon. Okay. Aber vielleicht müssen wir sowieso erst kam nicht gleich dass nach das dem Telefon die. Wird. Kam nicht gleich nach dem Telefon die Puppe? Nö. Ah nein, zuerst kam das Telefon, nee. Dann kam die Frau und dann... Mami! Ah ja, jetzt Mami. Kommt das. Mami! Is anyone in danger, Mami? Aber jetzt ist nichts durch die Tür gesprungen. Ja, vielleicht kommt das erst. Nee, jetzt kommt ja schon die Frau. Ja. Lisa. Jetzt will ich das sehen. Was ist denn da jetzt? Nix, die hat sicher... Ach so. Und die hat sicher gemachte Brüste, ja? Mhm. Kann mir keiner erzählen, dass die echt sind. Die ist ja schon voll alt. Tja, und jetzt war es wieder rauf, ne? Mein Herz erträgt das nicht mehr. Ah nein, jetzt fliegst du um. Need to stop moving my heart. Ja, genau. Okay. Das ist meine Krankheit. Das ist überhaupt eine blöde Stelle. Da muss man einfach nur rumstehen und warten, bis er umfällt. Ja, das ist wirklich blöd. Don't walk or you will die. Wir haben heute übrigens ein Spiel gespielt, das nennt sich Papers, Please. Das ist so cool. Das ist ziemlich witzig. Ja. Gibt's auf Steam gerade, ich weiß nicht, ob das noch im Angebot war. War unlängst 1 Euro billiger oder so, aber kostet, glaube ich, 8 Euro oder sowas. Echt cool, das brauche ich. Das ist so witzig. Das ist ziemlich witzig, ja. Also lieber das spielen, als das, was wir jetzt gerade spielen. Genau. So, Punkt, Punkt, Punkt. Ist das vorbei? Nein, es ist nicht vorbei. So eine blöde Frage. War das alles ein Albtraum? Nee. Ich hasse das, wenn man sowas nicht überspringen kann. Na, 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 sleeping in my car.
Roxette. Roxette ist doch urcool, oder? Mhm. Bisschen schmalzig, aber. Urcool. Total nett. So, was war jetzt nochmal? Jetzt muss man wieder die Streichhölzer suchen. Tschöp. Ah, da war er. Wir haben schon wieder nicht ordentlich gesehen. Na, das war sie. Ah, jetzt die Kleine da. Genau. Oh, jetzt sagt er mal, dass er Streichhölzer braucht. So. Okay. Sie weiß, wonach wir suchen. Lass dich nicht versklaven. Bla, bla. Mhm. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. I will set you free, so, follow me. So, komm, lauf. Hui. Sie fährt so lieb, ne? Hui. Ja, sie dreht sich auch nicht. Ja, wie wenn sie mit dem Skateboard da die Stiegen runter unterwegs wäre. Yay, wer hat's erfunden? So, wir haben die Main Door Keys. Ja. Oh. In the closet. In the closet. Bin ich drin? Bin ich drin? Ich bin drin, oder? In the closet. Nicht, dass mir sowas passiert wie in Silent Hill. Oida, how did the pizza get in here? ja, follow the pieces. Yay! Wer hätte gedacht? Ich könnte wieder mein Pizzalied singen. Ich würde das so machen. Aber da ist Salami drauf. Stimmt. Vielleicht ist es auch nur Tomatenschusse. Ja, wenn es deine Pizza ist, sicher. Oh, das sind so schöne Glühwürmchen. Und Mr. Pizza. Das hat auch im ersten Part besser ausgesehen, also in Version 01. Ja. Was für ein Mist! Nicht sagen, ich bin jetzt wieder tot. Bitte sag mir, dass das das offizielle Ende ist. Yay, wir sind alle Spacken. Kannst du ausweichen? What? Nein, ich kann mich nicht bewegen. Die hat mir geholfen. Jetzt können wir alle zusammen spielen. Ja. Ah, jetzt bist du eine Puppe. Sie spielt mit dir. Sie ist das Böse. Aber inwiefern macht das jetzt deswegen Sinn? Naja, das Was? Kind hat dich in die Falle gelockt wegen, also Kinder sind ja immer so unschuldig und so, oh mein Gott, ich brauche so viel Hilfe, weil ich mich nicht wehren kann. Und anscheinend hat das Kind dich in die Falle gelockt und dich zu einer ihrer Puppen gemacht. Die Puppe hat mich zu einer ihrer Puppen gemacht. Ja. Achso, das Kind war eine Puppe? Oder? Ja, das war eine Puppe. Ah. Ja, okay. Das war Pizza Delivery Version 0.2. Ja, why keine not? Worte. Ja, es war ganz lustig, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ja, das spiele ich jetzt ein paar Mal oder so. Also nee. So, die Schreckmomente sind ziemlich dürftig, sogar für mich. Und das heißt wirklich was, also ihr wisst's schon. Ja, eins war schlimmer. Ja, eins war. Also eins sah stellenweise besser aus, stellenweise schlechter, aber war so allgemein besser. Ja, atmosphärisch finde ich. Ja. Ja, total. Allerdings hat es irgendwie, ja, es war einfach crappier, so allgemein vom Grafik und Technischen her irgendwie, aber sonst. Aber ich würde jetzt keines von beiden spielen an sich, also von daher eigentlich scheißegal. Genau. Ja, das war Pizza Delivery. Bis dann. Ciao, ciao.